Moin Moin Leute und willkommen zurück zu unserem FAQ-Video. Wir sind dabei und haben uns eure Fragen rausgesucht und wollen die jetzt auch fleißig beantworten. Und mit wir meine ich Mitch, denn Jessi macht wieder die Hintergrundarbeit. Moin Mitch. Hey, hallo Leute, hallo Jove. Und ja, ihr habt fleißig Fragen gestellt und ich würde direkt anfangen mit einer mehrfachen Fragestellung von Jagno, Skiller und einfach Marco. Und zwar, ob wir mit Facecam Paladins spielen, beziehungsweise überhaupt mit Facecam die Let's Plays machen werden. Ganz einfach, ja. Ja, nicht jedes Let's Play, da das auch immer auf das Spiel selber drauf ankommt. Aber ja, so ist es geplant. Und in den Streams machen wir es, oder mache ich es ja zumindest sowieso schon. Und Mitch hoffentlich bald. Ja. Frage Nummer 2. Ach, war ja, das war auch nochmal vom Jagdnuskiller. Macht ihr auch mal eine LAN-Party mit Paladins? Also da habe ich dann noch hinzugefügt oder anderes. Ja. Also genau. Nicht nur eine LAN-Party mit Paladins, sondern auch mit anderen Spielen. Ja. Ist geplant. Wie wir es genau umsetzen, ist noch nicht so genau ausgearbeitet. Wir hätten gerne noch, ich sag mal, eine Außenansicht als Facecam, wo man dann uns beim Zocken sieht und das Spiel selber und vielleicht noch die Facecam und so weiter und so fort. Aber wie man es umsetzt, das ist dann die nächste Frage. Aber das also noch. Als nächstes fragt der Itza Präfix: Könnt ihr irgendetwas nach mir benennen? Ja, können wir, aber nee, machen wir nicht. Richtig. Genauso gehört sich das. Das hast du jetzt davon, Präfix. Die andere Frage von Itza Präfix ist: Was ist mit dem Typen passiert, der mal in einem Paladins-Video dabei war? Ja, was ist mit dem Typen passiert? Wissen wir auch nicht so genau. Wir hatten eine Gruppe gemacht, in der wir geschrieben haben, um gemeinsame Termine zu planen. Dann ging bei mir die Ausrüstung kaputt, das Equipment. Ja. Und ich musste ein bisschen auf Sparflamme zocken. Und bei ihm auch, muss man dazu sagen. Er konnte dann gar nicht mehr zocken. Und seitdem ist der Kontakt abgebrochen. Also wir sind nicht im Bösen auseinandergegangen. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Keine Infos. Also, von beiden Seiten aus. Er wollte dann noch, ja. Als nächstes wollte Itza noch wissen, was hat Jove gegen Brote? Das ist eine sehr schwierige Frage, die mich weit ausholen lässt. Brote sind mir zu langweilig. Die Abwechslung ist zu gering. Ich mag auch gern mal ein Brötchen. Ja, ich bin auch eher der Brötchentyp. Dann fragt Itza Präfix weiter, oh mein Gott, der Typ hört ja gar nicht mehr auf, habt ihr Smite gespielt? Ich ja. Jesse und ich nicht. Nein, noch nicht. Ja, ich denke mal, wir werden das sicherlich auch mal ausprobieren. Ich persönlich muss sagen, damals, als Smite in der Open Beta rauskam, habe ich es gezockt. Heute ist es ja schon wieder ein ganz anderes Spiel als damals. Damals hat mir die Third-Person-Variante, ich sage es jetzt mal so einfach ausgedrückt, von League of Legends nicht so gut gefallen, weil es Third-Person war. Ich hatte zu wenig Überblick. Das Gleiche lag aber zum Beispiel auch mit Paladins. Mir haben Spiele wie Paladins damals nicht gefallen und heute schon. So verändern also sich die Geschmäcker. Ja, kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Bin ich auch für. Also Itza hört immer noch nicht auf, der will noch mehr wissen. Was hattet ihr an der Schule für einen Notendurchschnitt? Da ist jetzt die Frage, gelten nur abgeschlossene Schulabschlüsse? Wir haben nämlich alle von uns, alle drei, schon diverse Schulen besucht. Ja? Richtig. Ich sag's jetzt mal so, von meiner Ausbildung her, ich hab's bestanden. Knapp, aber ich habe es bestanden. Ich glaube, die Frage beantwortet sich dadurch von selbst. Ja, ich war immer so einer, ich war auch, sag mal, so ein Dreierschnitt und ich glaube, Jessi war noch ein bisschen besser. Also ich denke mal, von den Noten her hatte sie die besten. Würde ich mal so tippen. Auf dem Abi hatte ich einen super Notendurchschnitt von 1,6, aber kommt ich habe es nicht abgeschlossen. Ich habe das Abi abgebrochen, um zum Arbeiten zu gehen. Da bringt dir die 1,6 auch richtig viel, ja. Gut. Ja, genau. King Mick, endlich ist es vorbei mit Präfix. Juhu. Oder eher gesagt, King Mick und Candy Player. Könnt ihr mal mit Hilfe von Decks, Fähigkeiten, Karten, legendären Karten versuchen, den schnellsten Paladin in Paladins zu machen, also den schnellsten Champions in Paladin zu machen? Und Candy Player hatte dazu dann noch die Zusatzfrage: Macht ihr vielleicht mal in Paladins ein Charaktertutorial? Dazu würde ich sagen, wir haben schon das ein oder andere dazu, wobei wir halt sagen, es ist nicht ein direktes Charaktertutorial zu, wie spielt man ihn am besten, sondern, ich sage jetzt mal bei Maldamba, das Stun-Dumba-Video,
wo man ihn darauf baut, eine seiner Fähigkeiten komplett auszubauen. Und sowas wird auch in Zukunft weiterhin kommen. Das mit dem schnellsten Champion in Paladins, mein Gott, habe ich schon wieder Wortfindungsstörung, das klingt auf jeden Fall nach einer lustigen Challenge, würde ich sagen. Ja, also ich finde diese Richtung an sich ist sehr interessant, da Videos zu machen über solche Themen, auch vielleicht mal Helden zu zeigen, mal sie anders zu spielen, als sie ursprünglich gedacht sind. Ich denke zum Beispiel daran an die Caps Lock Guide von Ying. Das habe ich entdeckt bei Reddit. Da gab es dann halt Tipps und Tricks, wie man mit ihren Zerschmetterern arbeitet, also mit ihren Illusionen, die explodieren, wo man wohl extrem viel spawnen kann mit einer gewissen Kombination. Hört sich cool an. Muss man mal sehen. Ist natürlich auch ein bisschen mehr Arbeit über das normale Paladins-Video hinaus. Aber an sich, die Richtung zu gehen mit solchen Videos, wollen wir gerne machen, ja. Auf jeden Fall. Genau. Welche Sportart feiert ihr oder macht ihr selber, fragt Vikingcraft Let's Play. So, soll ich mal anfangen? Also, ja, Jesse und ich, wir sind absolute Wrestling-Fans. Wir schauen am liebsten da dann halt WWE. Ja, vielleicht sind ja auch unter den Zuschauern welche dabei, die das auch gerne gucken. Allerdings üben wir das dann eher nur liegend auf dem Sofa aus, quasi gucken zu, essen dabei ein paar Chips und mal mehr und mal weniger. Also jetzt in letzter Zeit habe ich es wieder jetzt ein paar Wochen nicht geguckt, muss ich mal wieder ran. Ansonsten, ob wir es selber ausüben, ja, habe ich als Kind tatsächlich ein bisschen gewrestelt im Garten mit den Kumpels. Mit Jesse habe ich auch mal gewrestelt, aber das ist eine andere Geschichte. Das werde ich euch dann mal in einem Stream erzählen oder in einem Video oder so. Da gibt es eine lustige Geschichte dazu. Also ich sag nur, Jove, denk an eine LAN und okay. Ja. Okay, gut. meine Sportart, die ich so feiere, ganz ehrlich, nicht eine. Also ich habe keine Sportart, wo ich super Fan von bin. Naja, sagen wir es mal so, E-Sport, ne? Ja, E-Sport, genau, E-Sport. So, E-Sport. Ich bin auch dabei. Elektronisches Schach. Na, Mitch, hast gerade getrunken, wa? Ja. E-Sport, das ist sowas, was ich gucke, League of Legends. Ich gucke nicht alles davon. Ich gucke es auch nicht, also ich sag mal, das läuft immer Wochenende. Ich gucke es auch nicht das ganze Wochenende lang, sondern ich gucke immer mal wieder rein. Und auch bei Paladins gucke ich mir den an. Also ich sag mal, E-Sport als Oberbegriff. Ja, macht ihr selber. Da wir keine Profi-Gamer sind, mache ich den E-Sport nicht. Aber ich habe mir eine andere, sehr viel härtere Sportart ausgesucht, die nur von Menschen ausgeführt wird, die in ihrem Leben eh nichts mehr zu verlieren haben, weil sie schon alt genug sind, nämlich das Spazierengehen. Ich weiß, das ist ein bisschen hardcore, aber ja. Ich mag's. Manchmal machen Jovo und ich das sogar zusammen, also Spazierengehen. Ja, man braucht da immer einen Nebenmann für, weil alleine ist zu gefährlich. Paladins, Sons of Paladins, fragt, jo Jungs, meine Frage, was ist euer Rating? Das wurde schon häufiger gefragt, also jetzt auch nicht nur bei diesem Video, sondern generell. Da kann ich euch nur raten, guckt einfach mal auf mypaladins.com oder paladins.guru. Ich blende die Links natürlich nochmal ein oder packt die in die Beschreibung, wie auch immer. Weil es ändert sich ja einfach ständig. Ne? Wir haben mal so ein Wochenende, da zocke ich mal richtig viel. Und am Ende ist mein Rating runtergegangen, weil ich es mal wieder übertrieben habe. Und ansonsten geht es mal wieder bergauf, mal bergab. Guckt da einfach mal rein. Da könnt ihr dann auch euch mit anderen vergleichen. Gut. Amira28 und Patrick Star fragen beide, wie alt seid ihr und was sind eure Hobbys? Oh. Alter, ich bin 28. Alt, yes, ich weiß. Und ich sind 30 jeweils. Hm? Zusammen 60 sind wir. Ey, ich sag ja alt. Also, und was sind eure Hobbys? Also bei mir, lesen. Ganz ehrlich, ich bin eine Leseratte. Ich lese so 3-4 Bücher die Woche. Während der Busfahrt, auf dem Klo. Abends im Bett nochmal eine schöne Runde. Also ich habe auch sehr, sehr viele Bücher. Mensch, das ist ja viel, du. Du hast ja richtig viele Hobbys. So. Du gehst ja richtig auf, du. Ja, ich arbeite und nebenbei arbeite ich bei YouTube. Oder für YouTube oder mit YouTube, wie auch immer. Ja. Dann habe ich nicht so viel Zeit für Hobbys. Gut, also unser Haupthobby sind natürlich unsere Kinder, aber da kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Da waren nämlich auch ein paar Fragen. Also zu Jessis und meinen Kindern, ich nehme schon mal eine Antwort vorweg. Ja, wir sind zusammen und ja, wir haben Kinder. So.
Das ist unser Haupthobby, damit haben wir meistens zu tun und natürlich Arbeit und alles nebenbei, so wie beim Jura auch. Aber bei Jesse zum Beispiel als Hobby würde ich sagen Kochen und Backen. Das klingt jetzt natürlich erstmal, wie sagt man, langweilig? Feministisch oder wie auch immer. Ja, ja kann man also, auch sagen. Ne, aber sie, das macht sie wirklich sehr gerne. Sie nimmt sich ein Rezept, verändert das und am Ende kommt da was super Geiles raus. Deshalb ja. Sehen wir auch ein bisschen kräftiger aus, aber das Jesse ist wieder ein schuld. Anderes Thema. Jesse ist schuld und das Schlimmste ist, sie macht auch super leckere alkoholfreie Cocktails. Ja, das auch noch. Ja, das ist so eins der Hobbys von Jesse. Ich habe als Hobby, würde ich sagen, nebenbei, ich würde sagen, ja, wie soll man sagen, mehrere Dinge. Kreativität ist so der Überbegriff. Also ich habe zum Beispiel über viele Jahre lang selber ein bisschen Musik gemacht, jetzt im Elektronikbereich, Technobereich. Ich bin kreativ, was so ein bisschen ja, mit Grafiken. Ich habe jetzt zum Beispiel ein eigenes Resource-Pack in Minecraft gebaut. Und dafür die Grafiken selber gemalt, auch mit Jesse zusammen, der hat auch einiges gemacht. Also da gibt es verschiedene Bereiche, die mich interessieren. Wenn ich das jetzt weiter diskutiere, dann machen wir hier ein 3-Stunden-Video draus. Also deshalb, ja. Deshalb habe ich bei Jesse jetzt auch nur eine Sache genannt. Und ich denke beim Jove ja auch deshalb, ne? Ja, natürlich. Weil man hat ja schon an sich noch mehr Dinge zu tun. Schlafen? Ja, das ist sehr spannend bei dir, dein Leben. Also, merk schon. Ja, ist zurzeit echt spannend. Also, ist wirklich so. Und zocken ich natürlich. Arbeiten und komm nach Hause. Ja, zocken ist sonst ein Hobby. Würden wir ja gar nicht Let's Playen. Ne? Das ist mit uns einer unserer Haupthobbys. Electronos HD. Ich würde gern wissen, ob ihr mal mehr Livestream macht. Ja. Jo. wenn wir es umsetzen können. wenn wir mehr Zeit haben dafür. Also, das sind so ein paar private Dinge, die dann eine Rolle spielen. Also ich sag mal, bei mir jetzt hier halt mit den Kindern, dass wir dadurch beschränkt halt nur Zeit haben, sonst würden wir auch gerne machen. Und beim Jure halt dadurch, dass du so viel arbeitest, ne? Gibt mir Geld und ich mache 5 Tage die Woche 12 Stunden Streams. Also genug Geld, dass ich davon leben kann, natürlich. Genau. Das, also das ist die aber einfache Regel. Aber das ist ein bisschen viel, ne? Also. Ja gut, 3 Tage die Woche. Aber ich brauche trotzdem genug Geld, um den ganzen Monat rumzukommen. Nein, also das ist halt wirklich so. Wir würden gerne mehr machen. Ich spreche schon seit Anfang des Jahres davon, dass ich umziehen will. Ich habe aber immer noch nicht die Wohnung gefunden. Ich lebe zurzeit in einer Übergangswohnung, wenn man das so sagen darf. Also ich habe auch keine Bilder an der Wand und sowas. Und ich lebe hier schon seit 2 Jahren. Habe aber auch keine Zeit dafür. Und würde gern wieder eine richtige Wohnung haben, die ich mir auch einrichte und mit Bildern und selbstgemachten Projekten und so weiter und so fort, was man dann auch mal als Stream zeigen kann oder jetzt als Let's Show the Room oder wie auch immer das halt heißt, Room Tour. Und wenn ich umziehe, dann natürlich so, dass ich mehr Zeit habe und dann wird auch mehr gestreamt. Der GX Live Lalelu fragt, was habt ihr als nächstes Projekt vor? Ja, aktuell, was schon feststeht, ist bei mir und Jesse im Multiplayer Minecraft. Die Details dazu werdet ihr dann in den entsprechenden Videos finden. Das Startdatum nenne ich noch nicht, weil wir das noch nicht so genau wissen. Aber ich sag mal so, in 1-2 Wochen wird es auf jeden Fall losgehen. Ich denke, nach dieser 1000-Abo-Woche, wenn die rum ist, sollte das schon losgehen. Ja. Jawohl. Und bei mir ist es eins von 3 Projekten, die ich zurzeit zur Auswahl habe. Alle 3 sind etwas ältere Projekte. Alle 3 Projekte waren auf dem Kanal noch nie vorher. Nicht so wie mit Minecraft, wo es einfach nur wieder eine billige Nachmache von dem ist, was wir schon mal hatten. Nein, das stimmt natürlich nicht. Aber ich werde mich da noch entscheiden. Also ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe alle 3 schon angetestet. Ich habe von allen 3 die erste Folge sozusagen schon fertig. Oder was heißt sozusagen, die ist schon fertig, die ist auch schon gerendert. Ich muss mich nur noch entscheiden, mit welcher ich fortfahre. Und ja, so mache ich das. Ich mache gern die erste Folge. Ja, mach jedem das seine, ne? Ja, gleichzeitig fragt GX Live Lalelu auch noch, in welcher Stadt lebt ihr? Also wir leben in Schleswig-Holstein, das ist ein Bundesland. Richtig. alles andere ist geheim und ist nur bei der CIA nachzufragen. Dafür habt ihr wahrscheinlich alle nicht den Sicherheitsstatus. Das ist so. Wenn sich Zeugenschutzprogramm. Der nächste ist Leel Leaks YouTube. An Mitchell und Jesse sind Jesse und Mitchell zusammen. Dazu fragt Jagd und Skinner, und wer von euch ist in Jesse verknallt? Dann noch von Philipp B.
Mitch, wie heißen deine Kinder? Und von live nochmal. Und an Mitch, wie heißen eure Kinder? Also. Ich möchte auch eine Frage beantworten. Ja, dann mach das mal. Jesse und Mitch sind zusammen. Da habe ich was geleakt. Nein, Oh mein Gott. Wer von euch ist verknallt in Jesse? Mitch, möchtest du dazu etwas sagen? Na, ich? Ach so, oh ja. Gut. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Überraschendes. Oh mein Gott. Wie heißen eure Kinder und wie alt sind die? Ja, das erste heißt Kind Nummer 1, das zweite Nummer 2 und alle sind unter 18. Mein Gott. Ja, so ist das, ne? Jetzt habt ihr auch das fällt unter Datenschutz. Ja, das ist einfach so. Das ist, ich sag jetzt mal, ihr kennt das alle, sobald man einen gewissen Bekanntheitsgrad kriegt. Jetzt nicht, dass wir den schon haben, aber vielleicht irgendwann in Zukunft mal. Und das ist einfach nur Familienschutz. Alles, was mir online ist, bleibt online, kriegt man nie wieder weg, so nach dem Motto. Richtig. Enkelbrot 204 oder wie wir ihn kennen, Dragon Mika oder einfach Mika, fragt, in welchen Ländern wart ihr schon? Mitch, willst du anfangen? Ja, ich war in Dänemark. Aber das war's. Deutschland hast du vergessen. Achso, ja klar. So, jetzt komme ich. Deutschland, Dänemark, Spanien, Norwegen, Tschechien, Schweiz, Frankreich, Niederlande. Ich glaube, das war's. Könnte sein, dass ich einen vergessen habe, aber das war's. Ja, das liegt an Klassenfahrten, Urlaub mit den Eltern, selber nach Spanien gefahren für 2 Wochen. Es war auch super geil. Es war zur WM 2004, glaube ich. Nee, warte. Doch, war, glaube ich, die WM 2004. Da war ich in Spanien über 2 Wochen. Das war echt cool. Super heiß, aber cool. Würde ich immer wieder machen. Okay, die 18, auch von Mika. Und jetzt wird es ein bisschen tiefer. Was haltet ihr von der Entwicklung Paladins? Es ist ja mittlerweile schon ein ganz anderes Spiel, als es am Anfang war. Und was waren eure persönlichen Highlights? Die Entwicklung von Paladins, muss ich sagen, sie haben am Anfang, haben sie sich so entwickelt, wie sie es gesagt haben, was sehr ähnlich zu Overwatch war. Dadurch haben sie dann versucht, das Spiel zu verändern, was der Community nicht gefallen hat und sind wieder zurück zu den Wurzeln gegangen. Das ist einmal kurz zur Storyline. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Mir gefällt es sehr, sehr gut, wie es jetzt ist. Ein paar Kleinigkeiten vielleicht mit Unbalancing von dem einen oder anderen, was sich aber sehr schnell regeln lässt, gefällt mir dann auch, nachdem es geregelt wurde. Und mein persönliches Highlight war Grover als Nahkämpfer mit einer ultimativen Fähigkeit, wo er mit seiner Axt im Kreis schwingt und alles im Umkreis wegmetzelt. Und bei dir, Mitch? Das, ganz ehrlich, ich bei den Highlights, das ist eine gute Frage. Da hätte ich mich vielleicht ein bisschen besser darauf vorbereiten sollen. Also das Spiel an sich hat sich echt sehr verändert. Jesse und ich haben witzigerweise heute, bevor wir die Frage gelesen haben, uns nochmal unsere ersten Folgen von Paladins angeguckt. Und da gab es ja noch einen anderen, also es gab noch andere Modi, die es heutzutage gar nicht mehr gibt, so in der Form. Mhm. Wir haben halt festgestellt, dass sie aus einer großen Karte 2 kleine Karten gebastelt haben, die heutzutage immer noch existieren. Ich sag mal jetzt als Beispiel die 2 Eiskarten. Das waren vorher 1 große Karte. Mhm, ne? Das stimmt. Oder zum Beispiel Fischmarkt war noch mit einer anderen verbunden. Genau, Fischmarkt, jetzt, das war der große Wald, ne? Ja, da gab es auf der linken, also ja. Früher war das Spiel so aufgebaut, dass es auf der Karte 3 Punkte gab, die man einnehmen konnte. Und in jeder Runde wurde einer der 3 Punkte aktiv. Also mal musste man nach rechts, mal in die Mitte, mal nach links. So, und zum Beispiel bei dem großen Wald, das war hier der Grover Wald. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß. Ja, sagen wir mal so, ne? Ja, auf jeden Fall hatte der Name was mit Grover zu tun. Und auf der linken Seite, kam jetzt noch von aus welcher Seite man gespielt hat, aber auf der linken Seite gab es den Fischmarkt. In der Mitte gab es einen riesen Baum. Und rechts gab es einen Steinplatz, Stonehenge-Platz sozusagen, den man einnehmen konnte. Und das ist ja jetzt auch schon ja, über ein Jahr her, dass das so war. Damals musste man noch auf 13 Punkte aufbauen, glaube ich. Ja, das war. Dann wurde es auf 9 reduziert und jetzt auf 3. Ja. Also, die haben viel verändert, auch von der Geschwindigkeit her. Was ich finde, was man allgemein mal dazu sagen kann zu der Entwicklung von Paladins, ist es so,
mein persönliches Empfinden, es gibt immer mal zwischendurch einen Patch, der mir nicht gefällt, wo ich auch mal gerne dann ein paar Tage die Finger vom Paladins lasse. Weil da dann irgendwelche Buffs-Nerfs gemacht wurden, die dann echt krass sind. Oder wenn jetzt ein neuer Held reingekommen ist oder so. Ne? Aber ich glaube, das ist generell bei jedem Spiel so, was halt ja, regelmäßig gepatcht wird, dass es da mal Dinge gibt, die einem missfallen. Das ist dann wieder der große Vorteil. Was man wirklich sagen muss, ich gucke mir auch gerne die Patch-Notes-Videos an von Hyros. Wenn man sich das mal nicht nur die Patch-Notes durchliest, sondern die Videos anguckt, dann merkt man, dass sie wirklich auf die Wünsche der Zuschauer eingehen und sich darüber auch mal lustig machen über ihre eigenen Fehler. Also auch das ist so etwas, was ich empfehlen kann. Wenn man natürlich Englisch, also man muss Englisch können dafür, aber kann ich euch ans Herz legen, guckt euch mal die Original-Patch-Note-Videos an, die sind auf Twitch zu finden. Echt cool. Das hat aber wiederum auch den Vorteil an Paladins, wenn ein Patch rauskommt, der einem nicht so gut gefällt, ganz ehrlich, spätestens nach 2 Wochen ist er wieder weg. Da gibt es 9. Also da gibt es 9, der das Spiel dann entweder so weithingehend noch weiter verändert, dass der Patch, vorige Patch ganz plötzlich wieder ins Bild passt, wenn man das so beschreiben kann, oder der dann halt ein paar der Änderungen rückgängig macht oder abschwächt. So. Jetzt kommen wir noch zur wichtigsten Frage von Dinkelbrot. Ja, die darf ich die vorlesen? Oh ja, bitte. Und Jove, als letzte Frage an dich, nimmst du auch regelmäßig deine Pillen? Nein. Ich dachte, da kommt jetzt voll diese epische Antwort von dir mit stundenlanger Erklärung und ich muss da jetzt im Nachhinein noch was rausschneiden, oder? Das kannst du ja bei dir machen. Jo. Ich wollte erst, ich hatte mir auch echt was zurechtgelegt, weil ich die Frage schon seit einer Weile vor meinen Augen habe und dann ist mir das entfallen. Also vielleicht soll ich doch anfangen, diese Pillen zu nehmen, dann wird's besser. Vielleicht. Gut. Mal gucken. Das waren jetzt ja einige Fragen an uns. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich mitgewirkt habt. Und unseren Mist überhaupt anhört, den wir hier so erzählen. Ich habe mir überlegt, ich finde das an sich sehr gut, dass wir vielleicht, wenn das Interesse daran ist, von eurer Seite aus her, wir das in Zukunft mal wieder machen werden. Vielleicht, sag ich mal, in kleineren Portionchen, ne? So. So 2-3 Fragen vielleicht in einem Video oder so. Mal gucken. Ja, könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Oder wenn ihr das Gefühl habt, ihr wurdet übergangen oder euch ist noch was ganz Wichtiges eingefallen, eine wichtige Frage. Ne? Immer her damit. Jo. Also Leute, dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.